So, nun werden wir erfahren, wie es weitergeht bei Remember Me. Part 3. 4. 4 sind wir jetzt. Entschuldigung, ich kann nicht mehr bis 4 zählen. Furchtbar. Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich habe was Besseres als Ideen. Ja, eine bessere Synchro vielleicht? So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Das kann ja ziemlich böse enden, wenn Olga herausfindet, dass wir sie manipuliert haben. Oder? Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Albert Camus. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es seine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Makrowelle. Das Verschieben der Impressions verändert den Effekt ihrer, ja, was auch immer so macht, es lädt einfach zu schnell. First World Problems. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Führer. Ziel heißt Kayrie Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris.
Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Das ist mal was anderes wie die Slums, hä? Und es gibt hier trotzdem Ratten. Ja, Gott. So. Eine Baustelle, Zutritt verboten. Oh, ist das schön hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhig, Nellin, ganz ruhig. Curry, 12 Euro. Oh Gott, die Inflation ist ja furchtbar. Baguette, 2 Euro. Oder, keine Ahnung, was es ist. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Ja, Gier ist schon nicht schön. Und die Tür sind uns magischerweise zugegangen. Naja, es passiert immer. Vögel! Was macht ihr da? Ah. So. Also dieses Outfit ist völlig aus der Mode. Oh nein, ich habe ein unmodisches Outfit. Helft mir doch. Och Mann. Gemäß der Hygienebestimmungen von Neo Paris ist der Zugang zu den Docks verboten. Okay. Verfluchtes Ding. Ist das nicht du aus dem Trailer am Anfang? Ach. Unmöglich. Oh, zu spät. Zu spät. Viel zu spät. Tut mir sehr leid, Madame. Hey! Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein, nein! Hey, alles okay, alles okay! Tut mir leid, okay? Falls du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Ach, endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Mimi. Aber ich wollte noch gar nicht lang. Da steht so ganz schön. Oh. Am liebsten würde ich laden, aber. Nee, lass mir das mal. Habe ich halt anscheinend was übersehen schon. Fällt auch nicht. Keiner kann hier die Christmas Show live auf Channel 4. Jawoll. Da gab es zwei Gänge, wo es aussieht, als würde zweiter gehen. Das ist furchtbar. Das ist nicht. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch eine. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Bin ich gar nicht. Patrouille 17. Eintrag: Flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Okay. Wenn das Angriffssymbol über einen nahen Feind auftaucht, drücken Sie einfach A, um den Gegner zu springen, den Sie angreift. So können Sie ihn vor. Okay. Oh, Beans. Ist doch ziemlich easy. Aua. Okay, da war nicht aufgepasst. Ich habe jetzt vergessen, wenn ich Schlange gerannt habe. Oh, mein Kobo klappt ja so gut hier. Was? Führen Sie genug Kraft in Person gegen Enforcer aus und Vernichtungsanschläge aus Überlastung? Also irgendwie klappt das nicht, was ich gerade machen will. Oh, da ist mich erstmal heilen. Okay. Aber
Geil! So, jetzt den hier, das hier, das hier. Das geht doch. Und nochmal hier. Bam! Klatsch! Meins! Ich hab einen Schlüssel. Achso, nee, ja, klar, ich hab Level Up, kein Schlüssel. So, machen wir. Ja, Aha, geht doch. So. Wer mehr? Ein Kick oder ein Kick? Ich glaube. Aha, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir als erstes Schaden. So. Jo. Bam. So. Dann machen wir hier aber für Heilung. Ich finde das so einfacher. Mach da X draus. Weil, für längere Kombos mache ich Schaden und zum Heilen ist es einfach viel angenehmer, schneller heilen zu können. Hast du eigentlich was ausgemacht jetzt? Müsste eigentlich. So. Ist halt eigentlich dasselbe. Ist eigentlich schwachsinnig. Aber hier kann ich nichts verkacken. So. Was mache ich denn jetzt? Dutch, Dutch, Dutch. Ja, passt. Sieht auch interessant aus. So. Jo, jetzt geht erstmal leise Musik los. Toller Tipp. Ja, kann ich jetzt nicht hochspringen oder wie? Ich dachte, da kommt jetzt hoch. Achso, natürlich, ja, das ergibt Sinn. Ach, sehr tugendhaft. Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Kann ich die Uniformierten? Saber-Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. Kann ich hin? Nein? Okay. Das war wahrscheinlich dann der Hinweis. So. Und jetzt wieder ganz unauffällig hier langjumpen. Ich finde das immer noch genial. Sag ich, habe ich schon viel zu oft mittlerweile gesagt. Sie ist hier irgendwo. Bin ich gar nicht. Alles durchsuchen. Sie ist ein Profi. Also Achtung. Tja, und? Nur weil ich ein Profi bin? Profi-Gamer. Klar. Lup. Und hier nuff. Heilung, brauchen wir Heilung? Ah, das schaffen wir auch so. Obwohl, ich komme ja wahrscheinlich eh nicht nochmal vorbei, also heilen wir uns. Alle Wehwehchen sind jetzt weg. Nein, ins Krankenhaus. What the fuck? Sensenraserei. Nidin erinnert sich an eine neue Spezialimpression, die Sensenraserei ermöglicht es, Nidin den Gegner von Gegner zu Gegner zu gleiten und jedes Mal härter zuzuschlagen. Unterbrechen Sie nicht den Fluss. Drücken Sie linke Taste. Okay. Ah, okay. Ja, ich hab ja nur das. So, während Sie Raserei setzen, Sie keine Kombos ein. Drücken Sie einfach X oder Y. Okay. Je länger Sie Raserei. Jawohl, das ist doch mal mein Geschmack. Raserei ist geil. Oh, mein Kombo ist kaputt. Was? Die Zahl, über den Raserei-Symbol angezeigt wird, ist die Aufladezeit, also Cooldown. Das ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie Raserei erneut einsetzen können. Ja, toll, jetzt habe ich eine Kombo verkackt. Ach nee, da ist ja nochmal X, habe ich vergessen. Du Arsch. Ja.
Jedenfalls wollte ich eigentlich mal einen Eindruck machen, aber egal. Jetzt erinnere ich mich schon noch an was. Oder auch nicht. Okay. Cool. Indem sie Aufladeimpressionen ausführen, reduzieren die Linien alle momentan Aufladezeiten ihrer S-Impressionen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, ihre Sensenraserei schnell wieder einzusetzen. Verwenden Sie diese neue Impressions, um Ihre Kombos anzupassen. Okay. Ach, weißt du was? Machen wir das so. Ich hoffe, ich werde noch irgendwann neue Kombos freischalten. Und so. Ist einfach? Ja, dann reicht hier halt und so. Und los geht's! Zack, zack, zack! Da, da, zack. Jawohl. Das ist doch echt praktisch. Daran könnte ich mich gewöhnen. Zack. Ich könnte schon wieder einsetzen. Das ist so geil. Ich mache immer noch Schaden damit. Ja. Easy. Oh, kommt doch noch mehr, ist mir egal. Ich habe jetzt einen coolen Kumpel. Oh, okay. Okay. Ich hab's vergessen. Also, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Wenn das mal nicht zu früh war. Das war zu früh. Okay. Ich sollte nicht so hektisch sein. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin mit dem Xbox-Controller nicht so gewohnt. Ja, das war die falsche Taste. Wie sieht dieser Bad-Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Cool. Mein größter Fan. Hallo brauchen wir nicht. Mal auf die Uhr geguckt, das reicht noch, um weiter zu latschen. So, vielleicht finden wir den Bad Request noch. Okay. Wo sind wir jetzt? Ah ja, jetzt sind wir hier. Okay. Über Graffiti, aber richtig cool. Hier hoch? Nee. Oh, ich sollte mich vielleicht mal mehr umgucken. Okay. Hier runter bringt mir ja nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Kann ich hier einfach durch? Nee. Ach, ich bin auch so ein Blindfisch. Blub, blub. Irgendwas geschieht. Ja. Irgendwie habe ich das schon fast geahnt. Wo muss ich danach hin? Links, rechts. Jetzt wollte ich. Nein, runter, runter, runter. Danke. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da liegt was. Das will ich haben. Einen Orientierungspunkt haben wir gefunden. Immer die falsche Taste. So. Tagebuch. Ein Orientierungsbuch. Punkt. Mensch. So. Saint Michel. Komfortburg. Text, Text, Text. Ganz viel Text. So.
Zurück, zurück, zurück. Und jetzt mache ich mal wieder einen Cut. Diesmal vergesse ich es nicht zu erwähnen. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch auf, zeigt mir doch einen Daumen hoch. Abonnieren wäre auch schön. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch auf Twitter, Facebook oder nix oder Twitch, doch. Twitch folgen, wenn ihr wollt. Auf Twitch streame ich regelmäßig oder in gewissen Abständen meistens Final Fantasy oder League of Legends. Also, bis zum nächsten Part.